Was hat die vom Friseur gesagt? Der Vorspann ist immer das Beste. Ah. Ja, du hast auch schon wieder deine Magic Pearls um. Und wir wurden viel zu früh aus dem Bett geholt. Nee, kann nur gut werden heute. Das hat ja auch einen Grund. Ah. Guten Morgen, meine Lieben. Heute kommt ein ganz anderes Video. Meine Magic Pearls muss ich gleich aber kurz ablegen. Ich glaube, sonst leiden sie heute ein wenig. Die Armbänder kann ich umlassen, das macht nichts. Sonst bin ich ja ganz nackt hier, das geht ja auch nicht. Wir räumen heute nämlich um. Für euch. Ihr sitzt am Frühstückstisch und guckt zu, wie wir uns hier abrackern. Also, viel Spaß dabei. Wir sehen uns später. Ich brauch dich zum Schieben. Verschieben wir hin. Das eine ist Filz von meinen Schleifen. Von meinen Weihnachtsschleifen. Also wir arbeiten hier jetzt schon. Eigentlich machen wir was anderes. Der Müll ist weg. Das Umräumen kann starten. Du bist schon on air. Ich bin schon on air. Hoppala. So. Warum räumen wir überhaupt um? Ja, warum eigentlich? Ja, warum eigentlich, Mama? Warum eigentlich? Ach, ihr kennt uns so wuselig, wie wir sind. Aber manchmal, ne, ihr habt ja gesehen, wir haben ja letztens unsere Wikinger-Party hier bei uns im Laden gefeiert. Und dann hatten wir hinten ja plötzlich alles frei. Und dann haben wir gedacht, ja, okay. Und dann habe ich gedacht, wie sage ich es jetzt? Ist ja auch immer so ein Angang. Alleine kann ich sowas ja nicht. Ne? Da sitzen wir so ganz lässig sonntags morgens nach der Party beim Frühstück. Und da kam so die Frage auf, wann fangen wir denn an einzuräumen? Ja, wollen wir das überhaupt alles wieder so hinstellen, wie es stand? Nee, sag ich, wenn ihr schon so fragt, eigentlich nicht. Ich habe mir da schon was überlegt. Damit fing das Drama an. Da waren wir dann beschäftigt und haben es noch ein bisschen anders umgeändert. Das Endergebnis? Das Endergebnis seht ihr jetzt. Hä, nein! Erstmal gibt's vorher. Ach ja, um welche Teile es überhaupt geht. Und dann gibt's das nachher. Soweit, so gut. So der Plan. Was jetzt passiert, das seht nur ihr gleich. Wir haben jetzt erstmal ein paar Stunden Arbeit vor. Und das Ergebnis seht ihr später. Bis dahin. Ciao! Gerade eben abbauen ist nicht, weil. Ich habe immer irgendwelche Überraschungen.
entdeckt werden. Hier, schmeißt du das mal in den Müll, Claudia? So, jetzt brauche ich einen Schlittschraubenzieher. Kommt! Wie groß, wie klein? Auseinander bitte. Ja, der ist schön. So, Feierabend. Jetzt muss ich jetzt erstmal trocknen. Eine kleine Pause. Du schälst Kartoffeln, du deckst den Tisch. Attacke. Ach, die war ja so leicht, ne? Genau. Schublade ausräumen. Wichtig, ohne wichtig. Einmal auseinander machen. So, siehst du. So. Na, was ist da drin? Oh, die hast du doch gesucht. Oh, da sind sie. Schon teuer gekauft. Und hier. Oh, Mann. So. Und der Vorhang, damit keiner sieht, wenn Claudia Süßigkeiten aus dem Laden holt im Schlafanzug. Auch der ist hier drin. Oh. So alt ist der Vorhang schon. Opa, den mussten wir früher immer dranhängen. Ja? Ja. Ich werde für Asso wollen. Warum? Weil Opa am Siedenburg gesagt hat, damit keiner sieht, wenn du Süßigkeiten rausholst. Oh, ja. Vorsicht, Markus Popo. Marco hat auch seine Sicherheitsschuhe an. Das, deswegen habe ich sie angezogen. Das sieht gut aus. Da muss ich nicht aufpassen. Und wenn da vorne erst noch Karl von der Mühle reingeplottet wird, du. So schön! Teller kannst du selber umstellen. Warte mal, stopp mal. Ah. Richtig, weil ihr gerade hier seid. Dann können wir den Tresen weit drüber stellen, dann kann der Stelle auch gerade stehen. Marvin, ich habe noch gesagt, der Tresen wird nicht verrückt. Tut mir leid. Und wie gefällt es Claudia jetzt? Nicht gut. Was? Der ist doch schön. Ich finde es auch schön. Du kannst da auch noch mal was hindekorieren, wenn du willst. Kannst du noch mal was hinstellen. Das halt hier voll. Das ist so eine Akustikdecke. Dann mache ich mir da noch eine Wand hin. Und dicht. Dass man so einen Gang da zum. Was hast du jetzt vor? Hm. Oh nein! Du kannst deine ganzen Geschenke jetzt noch hinpacken. Das ist
hier noch drin? Guck mal hier, weißt du, was das ist, Karo? Also, wäre es eventuell machbar? Das kannst du hinstellen, kannst du hier hinsetzen. Wenn wir, wie viel ist das? Das ganze Ding wären 55. Das Ding ist sogar 65. Also es würde halt... Nein, das geht nicht. Bis hierhin gehen, wenn du es da bündig machen möchtest. Wo, bis wohin? Bis hier, in diese Fläche. Nee, das geht gar nicht. Oder du machst es halt da und dann steht das hier so. Nee. Richtig ätzend. Das steht jetzt schon super so. Was ich gesagt hatte, ich möchte es nur noch einmal betonen, dass ich das vorgeschlagen hatte. Betone es nochmal. Bis hierhin zurück. Alles bis hierhin zurück. Die Architektur des Hauses nutzen. Dann hast du hier ein ganzes Stück weiter hinten die ganze Geschichte und kannst auch davor nochmal was dekorieren. Und wer hier reinkommt und da in der Kasse steht, der Nächste, der reinkommt, muss sich dann darüber zwängeln. Ja. Wenn das alles ein ganzes Stück hinten, weiter hinten ist, dann kannst du locker an den Leuten vorbeimarschieren, die da in der Kasse stehen. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Das du weißt, müssen wir rüber. Das finde ich nämlich. Ja, ja, das finde ich auch. Du hast sie jetzt auch gewonnen. Und jetzt hast du hier auch nicht das Problem, weißt du, wenn hier jetzt einer in den Spiegel guckt und die zurückgehen, dann läuft auch nicht immer einer dagegen, weil ich hier ja nichts mehr. Ja, ja, vor allem, also ich fühle mich hier jetzt tatsächlich sicherer, als wenn ich hier nur dieses kleine Ding immer habe. So schön. Sag jetzt mal ganz kurz, recht hatte. Du. Zusammen war das wieder eine super Leistung. Nein, wir sind ein super Team. Ja, yeah. Die Folie. Ach, ich glaube, Papa hat gewonnen. Ich glaube auch. Unser kleines Pin. Oh, ist sie klein. Oh. Weil das kommt so schön Tageslicht, viel zu schöner als Tageslicht. Das macht einen auch glücklich, Tageslicht. Diese dumme Sprüche, die schneiden wir alle da rein. Gut. Was sagen. Muss aber in den Spiegel gucken. Ich bin jetzt dreckig, fertig, genervt. Aber glücklich, alles fertig. Aber echt glücklich jetzt zu laufen. Vor in der Großraum. Ich kann jetzt tanzen. So viel Platz habe ich. Endlich aufgeräumt. Endlich alles fertig. Ist auch ein dramatisches Video. Wir sehen uns. Ciao. Aber sieht toll aus, ich sag's dir.